Meines Wissens gibt es keine familiäre Disposition für die Angina tonsillaris. Das ist eine doch in der Bevölkerung sehr häufig vorkommende Erkrankung, meist ausgelöst durch Beta-Streptokokken, so heißen die Bakterien. Die gibt es ubiquitär in der Bevölkerung, sodass man nicht davon sprechen kann, dass in einer Familie die Häufigkeit einer Mandelentzündung besonders hoch ist. Was man sagen kann, ist, dass gewisse Patienten dazu neigen, vermehrt und gehäuft Mandelentzündungen zu bekommen. Es gibt dazu von der Arbeitsgemeinschaft der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte eine relativ aktuelle Leitlinie, die entworfen wurde. Und entgegen der früheren Annahme, dass man doch sehr frühzeitig die Mandeln entfernen sollte, ist es inzwischen so, dass man von mindestens 5 bis 6 Mandelentzündungen am besten in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren ausgehen sollte, bevor man dann die Mandeln entfernt. Einfach weil man bemerkt hat, dass die subjektiven Beschwerden der Patienten auch nach Mandelentfernung nicht unbedingt vollständig gelöst sind. Und die Operation an sich, auch wenn es ein Routineeingriff ist, durchaus gewisse Risiken mit sich bringt, wie zum Beispiel die Blutung oder Nachblutung. Nichtsdestotrotz ist die Operation der Mandelentfernung ein sicheres Verfahren, sodass man sich da durchaus getrost zu entscheiden kann, wenn die Häufigkeit der Mandelentzündung so sehr überwiegt, dass man eigentlich im täglichen Leben häufig ausfällt. Die Patientin leidet an einer leeren Nase, so nennen wir das, Empty-Nose-Syndrom. Da hat es der Operateur möglicherweise zu gut gemeint und die Luftströmung ist nicht mehr nach hinten gerichtet, sondern es kommt zu Verwirbelungen in der Nase und möglicherweise auch zum Austrocknen der Schleimhaut. Operativ sehe ich Schwierigkeiten, das zu verbessern. Es sind eher pflegerische Maßnahmen hier zu ergreifen, wie zum Beispiel mit Bepanthen-Nasensalbe, Panthenol-Nasensalbe, alles was befeuchtet und pflegend ist. Die chronische Nasennebenhöhlenentzündung ist ja ein doch sehr weit verbreitetes Problem. Interessant ist immer herauszufinden, was denn die Ursache davon ist. Ich würde als erstes über den Hals-Nasen-Ohren-Arzt einen Allergie-Screening-Test machen lassen, um vielleicht eine mögliche Ursache dazu zu finden. Nasenduschen sind nicht schlecht. Ein Cortison-Nasenspray kann man getrost auch mal über mehrere Wochen täglich anwenden. Ja, das beruhigt die Schleimhaut und schwillt sie etwas ab, sodass dieses chronische Leiden reduziert wird. Wenn man keine Ursachen findet und die Beschwerden sehr schwerwiegend sind, empfiehlt es sich mal, ein Computertomogramm von den Nasennebenhöhlen zu machen und zu schauen, ob vielleicht operativ eine Entlastung möglich ist, wodurch dann eine dauerhafte Verbesserung erreicht wird.